Dann mal los. Ich muss es aufstemmen. Seien Sie vorsichtig! Das würde passieren. Das Auge? Es hat geklappt. Das Auge ist wiederhergestellt. Dann war es das wert. Fahren Sie nach Hause. Maggie. Und der nächste Teamkamerad, den wir verloren haben. Arme, gute Maggie. Das ist nicht wirklich schön. Erst Brink, dann wieder Brink und jetzt Maggie. Ich hätte wissen müssen, dass der Erfinder noch einen Trick auf Lager hat. Okay, ein kleiner Wachhund. Was würde passieren, wenn wir das Ding einfach ausschalten? Das war die letzte Chance des Erfinders, mich zu stoppen. Ich werde in die Sternzeit 6 gehen. Ich werde das Volk dieses Planeten zurückholen und dann wird es ein Schiff bauen, das mich zurück zur Erde bringt. Gut, schalten wir wieder ein. Ich sag doch schon die ganze Zeit, über Licht wandeln kann sehr gefährlich sein. So, dann gehen wir mal ins Auge rein. Das hier ist wohl die wirkliche Prüfung. Kann ein Praktiker von der Erde das schaffen, was all die Erbauer dieses Ortes nicht geschafft haben? Kann ich in die Sternzeit 6 gehen und trotzdem den Weg zurückfinden? Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Das ist wohl der Übergang. Dann wollen wir doch mal schauen und da reingehen. In der Hoffnung, dass wir auch wieder rauskommen. Es ist wunderschön. Hier kann man sich wirklich leicht verlieren. Nein, nein, ich gehe nicht weiter hinein. Ich bleibe hier, wo ich noch zurückgehen kann. Sie sind so stark, wie wir gehofft hatten, Mensch. Ich kann sie verstehen. In der Sternzeit 6 kann jeder lebende Geist mit allen anderen perfekt kommunizieren. Sie stehen an der Schwelle, Mensch. Zeigen Sie uns den Pfad zurück ins Leben. In die Wirklichkeit. Zu einem Ort, an dem wir alle einmal sterben, ja. Aber bevor wir sterben, werden wir leben.
Jede Vergangenheit und Zukunft. Ich kann alles sehen. Aber welche ist wirklich? Gehen Sie nun zurück, Mensch. Bringen Sie mich nach Hause. Mein Volk hat seine Körper, seine Knochen, seine Leben wieder. Wir stehen tief in ihrer Schuld, Commander Lo. Alles, was ich möchte, ist, jetzt, wo meine Freunde tot sind, zur Erde zurückzukehren und zu erzählen, wie sie gestorben sind. Warum sollen sie ihre Geschichte nicht selbst erzählen? Ich wünschte, sie könnten. Sie kannten den Weg heim, aber ich kenne alle anderen Pfade durch Zeit und Raum. Halt! Nicht wieder da reingehen! Ich habe Ihnen ein Geschenk mitgebracht. Mackie! Brink! Sie leben! Wir waren verloren, aber dieses Wesen hat uns gefunden und zurückgeführt. Mackie! Ich dachte, ich hätte sie für immer verloren. Sie haben wirklich nicht versucht, mich mit den Kristallen wiederzubeleben. Nein, ich habe es Ihnen versprochen. Und außerdem, was die Kristalle wiedererweckt hätten, das wären nicht Sie gewesen. Ich weiß, Boston. Sie haben Ihr Wort gehalten. Und Sie haben doch einen Weg gefunden, mich von den Toten zurückzuholen. Nein, das war ich nicht. Aber ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich bin auch wieder frei vom Wahnsinn der Kristalle. Sie haben es geschafft, Lo. Nein, unser Freund hier hat es geschafft. Nein, die Ehre gebührt allein Ihnen. Einst haben wir einen großen Erfinder verehrt, weil er uns die Pforte zur Unendlichkeit geöffnet hat. Aber Sie haben uns die Pforte zurück ins wahre Leben geöffnet. Ich bin doch nur ein Kerl, der wieder nach Hause will. Mein Volk ist schon dabei, ein großes Kristallschiff zu bauen, das Sie wieder dorthin bringt. Aber wir können wieder hierher kommen, nicht wahr? Sie und alle anderen, die es wünschen. Sie sind ein junges Volk, stark und voller Hoffnung und Leidenschaft. Wir können ihnen viel beibringen und natürlich auch noch sehr viel lernen. Zwischen unseren Völkern wird für immer Freundschaft herrschen. Ich hoffe, da haben Sie recht. Nicht alle Menschen sind so nett wie wir. Oh, ich weiß. Alle jungen Spezies sind so. Aber keine Sorge. Wenn irgendjemand gegen uns kämpfen will, werden wir ihn wie einen Käfer zerquetschen. Wie beruhigend! Das Schiff ist fast fertig. Gehen Sie heim und erzählen Sie Ihrem Volk, was hier vollbracht wurde. Dem Volk etwas zu erzählen, das ist Maggies Job. Und uns nach Hause zu bringen, das war Ihrer. Sie haben es geschafft, Boston. Danke, Boston. Wir danken Ihnen alle, Boston Low. Und nach Hause geht's. So, alle drei sind nach Hause gekommen, obwohl Maggie und Brink tot waren. Ja, nicht schlecht. Allerdings hat Brink einen hohen Preis dafür zahlen müssen für seinen Wahnsinn. Er sah wirklich ziemlich alt aus. Und eine neue Freundschaft wurde auch geboren. Im Großen und Ganzen könnte man sagen, ein Happy End. Ich hoffe jedenfalls, euch hat's gefallen. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht, dieses Let's Play zu machen. Und ich hoffe, man sieht sich dann wieder in meinem nächsten Let's Play, wenn ich noch eins machen sollte. Wovon ich eigentlich mal ausgehen werde. Und ich werde jetzt einfach mal noch den Abspann lassen. Ganz am Schluss kommt, wie bei jedem alten LucasArts Adventure, ja noch ein kleiner Gag, den werde ich einfach noch lassen.
und mich auf jeden Fall schon mal verabschieden. Also, macht's gut und wir sehen uns dann. Ciao, ciao. Mm-hmm.